Ja, Teil 3 von 4 haben wir heute hochgeladen bei YouTube. Cooles Video, weil es geht um das Thema YouTube. Es geht um das Thema, wie nutze ich YouTube richtig. Die, die den ersten und zweiten Teil schon gehört haben oder sich angeschaut haben, in dem Falle muss ich ja sagen, wissen, wovon ich rede. Weil Franziska Koch, richtige Expertin, spricht aus ihrem Berufsleben. Sie spricht nicht von, ich mache jetzt ein Training mit dir oder ich bin Coach oder so und zeige dir, wie du YouTubes nutzen kannst. Sondern sie teilt ihr Wissen. Sie teilt ihr Wissen, worauf es ankommt, worauf sie in ihrer täglichen Arbeit achtet. Und das ist der Unterschied. Nicht coachen, wie machst du YouTube, sondern es erzählt jemand, wie er YouTube anwendet und wie er das nutzt und wo die Fallstricke liegen. Von daher, Teil 3 von 4, heute veröffentlicht, lohnt sich. Nächste Woche, na, Teil 4 von 4. Analytics schauen, was für die, die noch nie Analytics gesehen haben, was verbirgt sich dahinter? Genau, also die Analytics sind im Prinzip die Statistik, ja, die Statistiken zu deinem Kanal und auch zu den einzelnen Videos. Also die Kanal-Analytics sind im Prinzip, ja, was umfasst das alles? Also die Aufrufe kann man dann nachschauen, man kann Impressionen nachschauen. Also Impressionen bedeutet, wie oft wurden die Videos gesehen, aber nicht geklickt. Aufrufe sind dann, wie oft wurden die Videos tatsächlich geklickt. Dann kann man nachschauen, wie sich die Abonnentenzahl natürlich verändert hat. Man kann auch viele Infos über die Zuschauer bekommen. Also man kann gucken, woher kommen die Zuschauer. Also Deutschland, Österreich, Schweiz hast du jetzt gesagt, oder auch aus Thailand schauen welche. Dann kann man nachschauen, wie alt sind die Zuschauer, welches Geschlecht haben die Zuschauer, also hast du eher männliche oder eher weibliche Zuschauer. Dann kann man schauen, ob sich die Leute deine Videos eher mit Untertiteln oder eher ohne Untertitel anschauen. Genau, und dann, das sind so die allgemeinen, also da kann man natürlich noch viel, viel tiefer gehen, ne? Das ist jetzt so das Grobe. Und dann bei den Video-Analytics, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, kann man sich auch die Zuschauerbindung anschauen. Das heißt, da gibt es dann eine Verlaufskurve über die Dauer des Videos, also wie viele Prozent der Zuschauer sich das Video noch anschauen. Das heißt, bei Sekunde 0 sind es natürlich 100. Und dann hat man meistens in den ersten 30 Sekunden so einen kleinen Abfall. Das ist aber normal. Und dann muss man halt schauen, dass die Zuschauerbindung da relativ geradlinig gehalten wird und natürlich so hoch wie möglich. Also bei einem startenden Kanal ist es absolut normal, dass die Zuschauerbindung zwischen 0 und 33% liegt tatsächlich. Bei einem jetzt schon länger laufenden Kanal ist um die 60 normal. Super, super gut wären um die 80%. Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen video- und kanalabhängig, je nachdem, was man auch für Themen hat. Wenn man jetzt breitere Themen hat, ist es natürlich normal, dass die Zuschauerbindung ein bisschen niedriger ist, weil natürlich die Abonnenten vielleicht im Video merken, okay, das ist jetzt diesmal nicht so ein Thema für mich. Aber das ist halt auch wirklich ein wichtiger Punkt, an dem YouTube misst, wie relevant dein Video und dein Kanal ist. Weil wenn die Zuschauerbindung immer schlecht ist, dann wird YouTube denken, ja, okay, das ist ja alles nicht so relevant, was da erscheint, muss ich jetzt nicht so super gut pushen, ne? Genau, also je besser die Zuschauerbindung und je stabiler die Zuschauerbindung, desto, ja, desto besser einfach. Ja, und der wird natürlich auch wieder vorgeschlagen und dann über die Suche und über die Seiten. Genau. Ja, und ich finde es auch wieder immer interessant, wo ich ja wirklich gute Videos zu verschiedensten Inhalten habe, wo ich sagte, boah, das wird jetzt der Breaking-Durchbruch bei YouTube. Da passiert nichts und ein anderes Video oder Kanal, was ihr aufgenommen habt, was jetzt schon tausende Mal angeklickt war, über das Thema Kontaktabbruch mit den Eltern. Ist ein sehr cooles, ist wirklich ein sehr, sehr cooles Video, sehr viel Informationen, aber da kommt jetzt ständig auch laufen Kommentare dazu und das läuft. Das läuft auf einmal tausende von Leuten, die das anklicken. Und als ich es aufgenommen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass das Video ist mit den meisten Aufrufen. Und spannend, wie was alles läuft. Ja, 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 man. auf jeden Fall. Und es kann halt auch sein, dass YouTube
später, also dass das Video vielleicht am Anfang gar nicht so gut performt, aber dass das Thema dann vielleicht später so eine Relevanz bekommt auf YouTube, dass das Video nochmal aufgegriffen und gepusht wird einfach. Und was manchmal noch hilft, man kann auch im Nachhinein zum Beispiel noch mal den Titel oder die Beschreibung oder das Thumbnail ändern. Und das kann auch nochmal zu einem kleinen Boost sozusagen führen, dass YouTube sieht, ah, okay, in dieser Titelkombination ist es jetzt für mich doch interessanter. Ja, es gibt halt viele, viele Kleinigkeiten, die man beachten ja muss, kann, wie auch immer. Und dafür gibt es natürlich auch entsprechende Expertinnen oder Experten, ja, so wie dich, weil ich habe das ja auch ausgelagert, wo ich mir dachte, boah, hey, ich konzentriere mich um den Content. Und weil ich selber möchte ja kein YouTube-Experte werden, sondern mir geht es darum, in der Interaktion mit den Menschen zu kommen, um mit ihnen einfach zu sagen, hey, was sind deine Herausforderungen, wo kann ich unterstützen? Und YouTube ist ein wichtiger Kanal, damit ich meine Botschaft weitergeben kann. Genau. Ja, klar. Und das geht natürlich vielen so. Also wie gesagt, man kann sich da so tief in YouTube einarbeiten, aber die wenigsten, also auch keine meiner Kunden natürlich, hat groß Lust, sich da reinzuarbeiten und sich da viel mit zu beschäftigen. Und ja, deswegen gibt es ja mich sozusagen. Ja, genau. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also das ist ja auch wirklich wichtig, weil wo ich ja auch immer feststelle, Menschen verstricken sich. Sie wollen alles können, alles machen und wundern sich, warum sie nicht vorankommen. Mhm. Ich muss nicht Experte in allem werden, sondern ich werde oder bin Experte in der ein, zwei Sachen, die mich ausmachen, die aus meinem Inneren herauskommen, wo ich sage, boah, super, da fühle ich mich wohl, das ist meine Welt. Und alles andere kann man gerne dazu kaufen, also die Leistung dazu kaufen, weil für dich ist YouTube, innere Sachen, das kann man super cool machen, das spürt man, du kannst das und. Dann soll auch derjenige das machen mit seiner Leidenschaft und ich mache was mit meiner Leidenschaft. Und gerade auch das Thema Loslassen, ganz, ganz wichtiges Thema, Loslassen und Vertrauen. Einfach loslassen und Vertrauen, sagen, jemand anders kann es besser und er soll es doch bitte machen. Mit Freiheit, finde ich halt auch wichtig. Ja. Ja, das ist tatsächlich auch bei vielen ein Thema, so mit diesem Loslassen. Also ich habe viele Kunden, die dann halt sagen, ja, kannst du das übernehmen? Und ich gucke dann einfach nochmal drüber. Und am Anfang haben sie tatsächlich auch immer mal noch das Thumbnail anders gemacht oder doch nochmal was am Titel geändert. Und irgendwann haben sie aber einfach gemerkt, dass es halt viel einfacher ist, wenn sie sich gar nicht damit beschäftigen und mir das einfach abgeben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das Thema am Anfang auch. Also ich habe auch versucht, als ich in mein Business gestartet habe, mich in alles reinzuarbeiten. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, es geht halt nicht so, ne? Und habe mir dann halt auch Unterstützung für Newsletter, also Active Campaign und so weiter gesucht. Und es ist einfach viel, viel besser und einfacher natürlich auch. Ja, absolut. Und dann beginnt auch Wachstum. Also dann beginnt ja auch das Wachstum im eigenen Geschäft und sagt, okay, ich muss nicht alles beherrschen, aber es gibt Leute, die können es beherrschen und die Experten buche ich dazu, weil eins habe ich festgestellt, kein Mensch wird alleine reich, sondern es ist ein Netzwerk. Und gerade in der heutigen vernetzten Welt wird es immer mehr, das zeigt ja auch YouTube, weil YouTube nimmt ja unseren Inhalt, verteilt das an viele Menschen, wir kriegen eine große Reichweite, dadurch, klar, verdient YouTube Geld, sollen sie auch Geld verdienen, aber wir bekommen ja auch durch das Netzwerk einfach mehr dazu. Auf jeden Fall. Und YouTube sollte auch nicht unbedingt nur als Marketing- und Verkaufskanal gesehen werden, sondern auch wirklich, dass man da seine Community aufbaut, mit der man auch wirklich interagiert, so wie du das ja auch schon machst und auch gesagt hast, ne, dass man da halt auch wirklich mal Meinungen einholt, dass man mit YouTube, mit seinem Kanal wächst und über das Netzwerk dann sozusagen sich natürlich auch Kunden ranzieht. Das ist ja ganz klar. Aber dass man das halt auch als Netzwerk nutzt und wer weiß, was aus diesem Netzwerk dann immer noch entsteht. Ne? Man sät ja die Samen und die Ernte kommt ja auch manchmal erst viel, viel später.
Das ist so. Und das ist halt die Kraft des Durchhaltens und dran glauben. Und klar, zwischendurch hatte ich auch gesagt, boah, ich schmeiß das jetzt alles hin. Und dann, aber das passt nicht zu meiner Mentalität, weil ich festgestellt habe in meinem Leben, immer Stück für Stück reingehen und die Summe der ganz vielen kleinen Schritte im Leben machen halt den großen Unterschied aus, indem man kontinuierlich dabei bleibt. Und und da unterstützt YouTube natürlich ideal, wie du schon sagtest, weil YouTube ist vielleicht nicht das Schnellste, aber langsam, aber dafür kontinuierlich und dann kommt halt ein Riesenunterschied, dann mache ich irgendwann dabei raus. Ja, definitiv. Und wie gesagt, also mit YouTube kannst du ja sogar auch auf Google ranken. Du kannst ja sogar auch die Shorts für dich nutzen, wenn ihr das jetzt Zielgruppen entsprechend ist. Aber das ist tatsächlich nochmal momentan ein ganz eigenes, kompliziertes Thema. Und du kannst das ja auch auf anderen Plattformen nutzen. Also du kannst die Videos ja auch teilen oder darauf verweisen. Du kannst in deinen Videos Fragen an die Community stellen, die dir dann natürlich auch wieder Themenvorschläge für deine nächsten Videos machen können, was sie interessiert. Und ich finde es einfach großartig, jetzt mal von diesen normalen Beiträgen oder Umfragen, die man auf YouTube ja zusätzlich auch machen kann, jetzt mal abgesehen und tatsächlich auch ganz ohne Werbung jetzt mal gesehen. Also ich empfehle meinen Kunden sowieso relativ selten Werbung, außer es gibt irgendwie Launches oder so. Das hat auch noch mal einen algorithmischen Grund, aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu tief gehen. Genau, aber organisches Wachstum braucht halt seine Zeit, aber ist halt dafür auf YouTube auch viel, viel belohnender. Nee, ist einfach so. Also da, ich schalte ja auch keine Werbung, sondern in Ruhe organisch wachsen, ideal. Und da in diesem Zusammenhang, wie wichtig sind Kommentare, weil ich halt immer wieder auch auf YouTubes Videos, denn irgendwann, wir sind richtig bei den Profis zwischendurch, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu. Wie ist dein Thema da wichtig? Und dann denke ich mir, das hat doch bestimmt irgendwas mit Algorithmen zu tun, dass diese Fragen so professionell mit eingestreut werden. Also dazu musst du wissen, dass es natürlich auch auf YouTube verschiedene Content-Typen gibt, ne? Also du solltest jetzt nicht ein Video machen und dann am Ende komplett Call to Actions abonnieren, Glocke, liken und Kommentare. Das auf gar keinen Fall. Also du solltest dir vorher überlegen, was du jetzt mit diesem Video erreichen möchtest. Also möchtest du, dass die Zuschauer deinen Kanal abonnieren mit diesem Video? Oder möchtest du Kommentare oder möchtest du Likes, so zum Beispiel, ne? Also du solltest nie mehr als einen Call to Action setzen, weil dann sind die Leute einfach verwirrt. Oder willst du jetzt zum Beispiel damit auf deine Website ziehen oder so, ne? Das wäre ja auch so ein typischer Call to Action. Genau, da solltest du dir auf jeden Fall vorher klar sein, was du möchtest. Und dann sind diese Interaktionen natürlich wichtig, weil viel Interaktion bedeutet natürlich, dass dein Video interessant ist. Das muss auch nicht mal gute Interaktion sein, ne? Also wenn du da nur Daumen runter kriegst, dann zählt das YouTube genauso, wie wenn du 100 Daumen hoch kriegst. So. Oder wenn du nur Kommentare von Hatern kriegst zum Beispiel. Also das will ich jetzt natürlich nicht hoffen, aber das zählt YouTube genauso als Interaktion wie positive Kommentare. Das wertet dein Video natürlich für YouTube auf, weil YouTube merkt, aha, da passiert was mit diesem Video, das ist spannend, da gibt es Diskussionen, und wird das dann natürlich auch weiter pushen. Gut für Kommentare sind halt entweder immer Fragen an die Community, wie ich ja schon sagte, zu Themenwünschen zum Beispiel, oder auch ja, so ein bisschen was edgy, ne? Also so ein bisschen was, wo man halt wirklich drüber diskutieren kann. Also, dass du halt wirklich irgendwas thematisierst, wo von vornherein klar ist, dass irgendeine Diskussion in den Kommentaren entsteht. Und das wird tatsächlich von vielen, vielen bewusst genutzt, um die Kommentare tatsächlich anzuregen. Das kann man natürlich auch machen. Genau. Oder du kannst zum Beispiel auch mit einem Hashtag irgendwie aufrufen, dass die Community ihre Meinung da zu dem Video dalassen soll. Also zum Beispiel jetzt wäre es Hashtag wie nutze ich YouTube optimal zum Beispiel. Und dann kannst du sagen,
Nutzt du YouTube schon für dich oder hast du noch Fragen, dann schreib es mit dem Hashtag, wie nutze ich YouTube optimal in die Kommentare. Genau, aber dass du halt aufpasst, dass du das auch nicht, also dass du das Video nicht mit Call to Actions überlädst, Okay, sozusagen. Ja, mir fällt es halt immer wieder auf, wo ich denke, hey, klar, von der Sensibilisierung höre ich die YouTube-Videos natürlich anders, weil ich dann immer denke, gut kopiert ist halt gewonnen. Man muss die Dinge nicht neu erfinden. Viele freuen sich immer wieder neu erfinden, aber einfach sagen, hey, wenn ich mir ein gutes Video angucke von einem Profi, dann kann ich doch überlegen, was kann ich davon kopieren? Das ist doch nichts Schlimmes, ist auch im Gegenteil. Ist doch auch eine Belohnung für denjenigen, dass man sagt, hey, das machst du gut. Das machst du einfach gut und ja, und so verbessere ich mich auch Stück für Stück immer bei meinem Genau, YouTube-Kanal. also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich vielen YouTube-Startern auch, also was heißt empfehle, ne? Ich rufe jetzt nicht irgendwie zum Kopieren von anderen Kanälen auf, aber dass man halt schaut, was gibt's bei den anderen Kanälen, welche Muster kann ich für mich nutzen? Und dann kommt irgendwann automatisch dieser Punkt, wo man dann seinen eigenen Stil dahin findet, ne? Mit diesem Muster auch. Aber man kann ja trotzdem bestimmte Sachen für sich nutzen, also auf sich übertragen, ne? Also man soll jetzt nicht irgendwie das komplette Video kopieren oder so, um Gottes Willen. Aber bestimmte Sachen, die funktionieren, wo man weiß, dass sie funktionieren, ja, wie du schon sagst, braucht man nicht neu erfinden, kann man für sich nutzen und wird man dann sowieso irgendwann in seinen persönlichen Stil irgendwie umwandeln. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ja, ist cool zu adaptieren, es wird halt meine eigene Persönlichkeit und sagt, hey, warum eigentlich nicht? Man braucht bloß den Input oder ja, den Reiz und sagt, hey, ich probiere es mal aus und fühle ich mich damit wohl oder fühle ich mich nicht wohl, weil, boah, ich weiß ja noch, wie ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe. Spitz ohne Ende. Und dann hieß das irgendwann, das war auch ja, ein Kommentar beim YouTube-Video, du Carsten, ist ja ganz nett, dich zu hören, aber ich würde dich gerne mal sehen. Sag ich, oh, da muss ich eine Kamera einschalten. Halleluja, mache ich das denn? Aber so entwickelt sich das alles und ja, bringt einfach Spaß. Und dann ist natürlich das Tun, Machen, Tun und Vertrauen. Und dann läuft das schon. Ja, genau. Und es ist ja im Prinzip das Beste für deinen Kanal, wenn du solche Kommentare bekommst, weil dann weißt du ja, dass du das halt auch wirklich für die Zuschauer machst, ne? Und dafür machst du den Kanal ja im Prinzip für die Zuschauer. Und wenn dann von den Zuschauern Feedback kommt, wie du deinen Kanal verbessern kannst, dann musst du ja gar nicht groß in die Analytik schauen oder rumraten oder so, sondern kannst das ja auch wirklich direkt umsetzen. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Dafür bedarf es aber auch immer einer persönlichen Größe und sagen, boah, das ist keine Kritik, sondern das ist wirklich wohlgemeint, wie man selber besser wird. Dass man an dieser Stelle noch einmal gesagt hat, sei froh über jeden Kommentar, den du bekommst. Und sagst, hey, danke für den Tipp. Und wenn man innerlich die Faust ballt, Augenblick mal, der andere hat einen Grund, warum er dir es sagt und nimmt sich die Zeit, dir auch da Unterstützung zu geben, das zum Thema Mindset. Dann fiel mir das gerade Ja. eben ein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man darf sich dann natürlich nicht direkt angegriffen fühlen, sondern darf es einfach als nett gemeinten Ratschlag nehmen, Genau, sozusagen. und eins darf man ja auch nicht vergessen, YouTube, die Möglichkeit strahlt das ja an Tausenden oder Millionen von Leuten aus, wo die Möglichkeit besteht. Und die Menschen sind alle unterschiedlich. Und jeder hat ein Wertesystem auf Basis seines Lebens. Und von daher darf er auch eine andere Meinung haben, so wie ich auch zu manchen Themen eine andere Meinung habe als andere Menschen. Und wenn er sich dennoch die Zeit nimmt, sage ich dir immer danke für deine Unterstützung und für den Kommentar. Wie wichtig ist Videoschnitt im Bereich bei YouTube? Ja, also im Prinzip schon sehr wichtig. Also ich sag mal so, wenn man jetzt hier so ein Interview hat, ne, dann ist das was anderes. Dann kann man den Anfang, das Ende wegschneiden, vielleicht noch ein Intro einbauen und einen Abspann oder so und dann ist gut. Aber YouTube-Zuschauer sind ja auch einen gewissen Standard gewöhnt. So, und es kommt auch immer aufs Thema drauf an. Also wenn man jetzt beratende oder coacherische Tätigkeiten hat, dann reicht es durchaus, wenn man vor sich eine Kamera stellt und das aufnimmt und dann einfach immer mal
den Zoom-Faktor ändert, so dass man mal näher dran ist, mal weiter weg. Wenn man jetzt allerdings irgendwie bewegte Aufnahmen hat, zum Beispiel irgendwie ein Sportvideo oder ein Yoga-Video, dann kann man durchaus auch mal mit verschiedenen Kamerawinkeln arbeiten oder sogar mit zwei Kameras filmen, dass man halt den Winkel einfach ändern kann im Schnitt, damit das Zuschauerauge, damit dem nicht langweilig wird, ne? Also, weil wenn dem Zuschauerauge langweilig wird, kann es halt auch sein, dass der Kopf abschaltet, der nicht mehr zuhört und sich dann denkt, also relevant ist das Video gar nicht und dann wegschaltet. Also man muss den Zuschauer immer so ein bisschen auf Spannung halten. Und das ist eben gut durch so Schnitte, Szenenwechsel oder auch mal eine Texteinblendung oder ähnliches. Ja, halt muss man dann gucken, was zum Thema passt und was auch zum Zuschauer passt. Ne? Also wenn man jetzt eher ruhigere Menschen anziehen will, dann sollte man da jetzt nicht mit irgendwie bunten, lauten Pop-ups arbeiten oder so, sondern halt immer auch dem Videothema und dem Zuschauer angemessen. Aber ja, Videoschnitt ist schon eine Sache. Also man muss jetzt nicht damit starten. Wie gesagt, viele starten ihren YouTube-Kanal. Ich habe eine Kundin, die hat einfach ihre Facebook-Lives da immer hochgeladen und das ist völlig okay. Nur irgendwann sollte man sich halt über solche Sachen Gedanken machen, wenn man YouTube wirklich professionell nutzen möchte und das auch so ein bisschen aufs nächste Level als Marketing-Kanal nutzen will. Ja, genau. Ja gut, meine Facebook-Lives, wo ich immer gelernt hatte, die lasse ich bei Facebook und bei YouTube einen anderen Content, damit die Leute auch von einer Plattform zur anderen wechseln. Das wird, glaube ich, alles getrackt hinterher, weil in dem Augenblick, wo ich bei Facebook sage, geh doch auf meine YouTube-Seite, dann freut sich YouTube, dass ich welche von Facebook hingebracht habe oder umgekehrt. Stimmt das? Ja, definitiv. Also da muss man dann natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wie rum man das macht, ne? Weil Facebook ist dann natürlich nicht so begeistert, wenn du die Leute von Facebook auf YouTube schickst. Aber ja, YouTube freut sich natürlich sehr, wenn du Leute von Facebook auf YouTube ziehst, ne? Andersrum ist es natürlich genauso, ne? Wenn du die Leute jetzt von YouTube auf deine Facebook-Seite schickst, freut sich Facebook und YouTube ist ein bisschen mehr. Das ist aber klar, weil jede Plattform will die Leute halt auf ihrer Plattform halten und sobald du die wegschickst, freut sich eine andere Plattform drüber. So ist es einfach. Aber ja, da hast du natürlich recht, dass man nicht überall die gleichen Inhalte zur gleichen Zeit hochladen sollte. Das ist auf jeden Fall klar. Du solltest jetzt nicht das Facebook Live von heute direkt heute auf YouTube hochladen, weil dann lohnt sich es für die Leute natürlich nicht, auch noch auf deinen YouTube-Kanal zu gehen. Genau. Und da ist halt Interaktion und wie wichtig auch, ich festgestellt habe, ein Redaktionsplan auch ist, wo ich dann immer sage, okay, wie bespiele ich welchen Kanal? Und mit was bespiele ich jeden Kanal? Und möglichst auch mit etwas unterschiedlichem Inhalt, dass die Leute dann auch, ja, dass der Kopf wegsprengt, dass man sagt, boah, ich muss jetzt aber nochmal bei Facebook rein, um noch mehr Carsten zu kriegen. Und jetzt gehe ich doch nochmal auf YouTube, um noch mehr Carsten zu kriegen, weil es ist anders. Und ich verpasse etwas. Also das diese Interaktion einfach wahnsinnig wichtig ist. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass man den Content nicht recyceln soll, ne? Also das Facebook Live von heute kann man in 2 Monaten trotzdem auf YouTube hochladen. Da haben die Leute das eh schon wieder vergessen. Nur, dass man, wie du schon sagst, das gut plant, gut redaktionell irgendwie aufstellt, dass es halt gut gemixt ist. Aber ja. Content Recycling ist trotzdem wichtig und gewünscht und erleichtert auch vieles. Das stimmt. Das ist wirklich. Also da, ich hatte auch eine Phase mal etwas, wo aus welchen Gründen auch immer weniger Ansprechpartner angezogen wurden, weil mein Kopf auch ganz woanders war. Und wo wir dann einfach sagten, hey, was hat man eigentlich mal aufgenommen? Oh, wir haben doch da Content gehabt. Die haben wir echt recycelt, neu zusammengeschnitten, hochgeladen. Leute freuten sich, weil ja nicht jeder kannte mich vom halben Jahr oder nicht jeder kannte mich vom Jahr. Und das hat mir wahnsinnig in dieser Phase geholfen, als ich dachte, ja super, ich habe meinen Kopf da und ich kann das andere trotzdem weiter bedienen. Und ja. Wird ja auch belohnt. Content Recycling. Ja, das ist halt so. Und man kann, wenn man jetzt als erstes Video irgendwie Morgen-Yoga gemacht hat, dann kann man als 100. Video auch nochmal Morgen-Yoga machen, weil, wie du schon sagst,
die Leute vor 100 Videos sind nicht die gleichen wie jetzt die Leute, ne? Also es sind viele neue dazugekommen, die das Video natürlich nicht kennen, weil niemand guckt die ganzen 100 Videos durch. Und man kann da ruhig Themen auch nochmal doppelt verwerten und vielleicht nicht genauso nochmal, also genauso nochmal hochladen wie vor 100 Videos, weil man selbst hat sich ja auch verändert. Aber man kann da durchaus die Themen auch nochmal aufgreifen und da nochmal ein Video zu machen, ne? Ja, aber es ist irre, was möglich ist. Aber was von außen hin sieht das nach wahnsinnig viel Arbeit aus und sagt, oh, hey, wie machst du das alles, Carsten? Und ich denke immer, wie mache ich das? Du, das ist ja relativ, also ist ja relativ einfach, so ein Insider-Trick. Wir beide, also ich habe einen festen Termin, wo ich dann immer YouTube-Podcasts aufnehme mit dem Gesprächspartner. Interessanterweise passt das super gut. Die Leute finden die Zeit. Wenn es denen wichtig ist, finden die Zeit, dass man es genau in der Zeit auch macht. Wir nehmen ein erstes Kurzvideo auf, kein Teaser, sondern ein Kurzvideo auf. Die nehmen wir und dann produzieren wir weiter und wir machen mit einer Aufnahme ja 3-4 Videos. Und damit ist Content für 3-4 Videos im ja schon da im Monat und vorproduziert, kann in den Urlaub fahren, alles top. Und das ist sowas von entspannt. Also ich kann es wirklich händeringend jedem empfehlen, beschäftigt euch mit YouTube, Facebook, strengt mich mehr an. Also wirklich, wo ich dann sage, boah, ey, und jetzt muss ich sehen, dass ich wieder einen Post in meine Story reinkriege und dann nochmal hier nochmal einen Post und, dann fühle ich mich mal schlecht, ist gar nichts. Und bei YouTube ist das super cool entspannt. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ja, das ist, ich wollte es einfach nochmal kurz wiedergeben an die Leute. Thumbnails, hatten wir drüber gesprochen, die sind halt sehr wichtig. Was gibt's bei denen so zu achten? Weil eigentlich, in Anführungszeichen, ist das ja erstmal nur ein Foto, was vorgeschaltet ist, und man rein. Aber da würde ich gerne noch von deiner Expertenmeinung wissen, worauf du achtest bei Thumbnails. Genau, also Thumbnails, du musst ja überlegen, ne? Wenn die Leute jetzt zum Beispiel bei YouTube irgendwas suchen und dann sehen sie da eine Reihe von Videos, die sie zur Auswahl haben und da sehen sie immer nur das Thumbnail und den Titel, was präsent ist, ne? Man sieht auch noch die ersten Worte der Beschreibung, aber ganz ehrlich, wer guckt da hin? So, das heißt, das Thumbnail macht 50% davon aus, ob die Leute dein Video anklicken. Das heißt, es sollte halt wirklich auffallen. Also am besten Kontraste, maximal 5 Worte, die dein Video beschreiben, weil du musst überlegen, die meisten Leute gucken YouTube auf dem Handy, da sind die Thumbnails nur so groß, ne? Also da sollte man dann halt schon auch großen Text wählen, große Worte, die man gut lesen kann und irgendwie ein aussagekräftiges Bild zu dem Videothema, ne? Also, dass es halt wirklich neugierig macht, dass es halt auffällt, dass es halt eye-catchy ist und dass die Leute da halt auch erstmal hängen bleiben und nicht weiter scrollen in der Suche sozusagen oder halt in den Videovorschlägen. Mhm. Und dann hast du natürlich den Titel. Da hatten wir ja vorhin schon mal drüber geredet, ne? Was da so wichtig ist, Keywords beziehungsweise neugierig auch machend. Genau, weil das macht wirklich 100% dessen aus, ob die Leute dein Video anklicken, wenn sie es denn in der Suche zum Beispiel vorgeschlagen kriegen. Ne? Weil wenn du da jetzt einfach nur ein Bild aus dem Video nehmen würdest, das wäre jetzt bei uns beiden, wäre das halt einfach, wie wir im Zoom vor der Kamera sitzen oder im Zencaster. Ne? Und das ist halt für jemanden, der dich nicht kennt, ist es halt überhaupt nicht spannend. Also wenn dich die Leute kennen, dann ist es was anderes. Für Leute, die dich abonniert haben, die sehen dann, ah, Carsten hat wieder ein Interview gemacht, cool. Aber wenn du jetzt in der YouTube-Suche auftauchst, dann ist es halt für Leute, die dich nicht kennen, total uninteressant. Und dann werden dir natürlich dein Video auch nicht anklicken. Deswegen ist es immer wichtig, da halt auch super großen Wert drauf zu legen und das auch für Leute spannend und interessant zu machen, die noch nie von dir gehört haben, sozusagen. Was ja, meinst genau, du mit Branding? Also das ist halt auch Wiedererkennungswert hat einfach. Also, dass du da irgendwie dein Logo zum Beispiel oder dass du mit deinen Farben arbeitest. Also, dass es halt nicht immer dasselbe Thumbnail ist, aber dass es schon dir auch zugeordnet werden kann, wenn man es sieht. Also, dass da bei deinem Kanal dann halt auch einfach eine klare Linie gibt, dass man halt die Thumbnails, dass sie sich schon dein Branding sozusagen anpassen.
Ja, denke ich mir auch, es ist einfach so klar, hey, den kenne ich, drück mal drauf, passt und vor allen Dingen bei der Vorstellung. Und was ich auch interessant fand, maximal 5 Worte. Ich versuche ja immer, à la Steve Jobs, du musst dein Geschäftsmodell mit maximal 7 Worte erklären. Das hatte ich mal gelesen und das finde ich einfach cool. Sag, komm, egal worüber wir reden, auch bei einer Überschrift, Zielsetzung maximal 7 Worte. Und du bestätigst das mit, das hatten wir in maximal 5, weil die Leute einfach keine Zeit haben. Oder sie nicht die Zeit nehmen. Sie haben schon Zeit, aber sie nehmen sich nicht die Zeit und es muss zack da sein. Ja, genau. Und deswegen, das ist auch beim Titel noch ganz, ganz wichtig, da maximal 60 Zeichen tatsächlich, weil ja dann auch auf dem Handy und den verschiedenen Geräten, wo man sich das anschauen kann, der Titel ja dann auch abgeschnitten wird. Das heißt, alles, was hinter diesen 60 Zeichen ist, wird mitunter gar nicht mehr angezeigt. Und wenn da halt noch irgendwas super Wichtiges steht, dann wird das halt einfach nicht eingeblendet und dann sehen die Leute das nicht und dann klicken sie natürlich auch nicht auf das Video. 60 Zeichen bedeutet 60 Buchstaben. Ja, oder halt auch Leerzeichen. Aber das wird tatsächlich Oder auch, wenn du ein Video hochlädst, wird dir das in dieser Zeile auch angezeigt. Also da steht dann 60 von 100. Also 100 Zeichen hat man maximal und es wird dann direkt immer angezeigt, wie viele Zeichen man da schon verwendet hat. okay, gut, dadurch, dass ich das den Teil outgesourced habe, Genau. Aber wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Sucht euch eine Franziska. Also wirklich, das kann ich einfach wirklich nur jedem empfehlen, weil es macht das so frei. Klar, und kostet Geld. Aber wo ich immer denke, man investiert so viel Geld in viele Sachen damit rein. Und das ist wirklich sinnvoll, weil dieses Nachhaltige, es wird einmal investiert, es ist nachhaltig bei YouTube. Also das ist halt auch irre cool. Also mich begeistert, das ist auch gut. Ja, Und mich sowieso. ja, da, genau.